Ein herzliches Grüß Gott, meine Damen und Herren, aus der Dachstein-Dauernregion, Höhepunkt der alpinen Skiweltmeisterschaften 1982, Abfahrtslauf der Herren. Sie haben eingeblendet die technischen Daten gehabt, Temperaturen im Ziel minus 4, am Start minus 1 Grad, also wärmer als an den vergangenen Tagen. Und das ist die Startreihenfolge. Katomen aus der Schweiz beginnt, dann schon Erwin Resch, Müller, Badelski, Heinzer, Bürgler, Klammer 7, Makeev, Murray und Stock. Und in der Gruppe 1 dann noch Weirater, Wirnsberger, Zigarov und zum Abschluss die Kanadier Podborski und Ken Reed. Konradin Katomen, der sich gestern durch seinen Sieg in der Kombinationsabfahrt für dieses Rennen qualifiziert hat. Katomen ist sehr gut gefahren gestern, hat also da also gewonnen und wird heute sicher auch einen vorderen Platz, wenn er keinen groben Fehler macht, erreichen. Jetzt warten wir auf die Zwischenzeit. 1.14.0 die erste Richtzeit, 1.14.0 also für den Schweizer. Jetzt kommt der Sprung von 40 Meter circa. Einfahrt, Bannwald sehr kontrolliert gefahren. Ausfahrt ist entscheidend, den Schwung hier mitzunehmen und nicht zu weit abzutragen. Gut, muss ich auch sagen. Jetzt geht es in diese schnellen Passagen vor Zielhang Einfahrt. Und jetzt kommt die wichtigste Kurve vielleicht noch. Die muss man sehr von hinten herausfahren und sehr eng hinunterstechen. Jetzt den N hat weit abgetragen zu werden. So, und jetzt warten wir auf die erste Laufzeit hier. Der Schweizer Konradin Katomen. Knapp vor dem Ziel, noch ein mächtiger Sprung und 1.55.58. 1.55.58 für den Schweizer Konradin Katomen aus Laaksund. Start Nummer 2, meine Damen und Herren, das ist bereits einer der aussichtsreichen Österreicher. Das ist Erwin Resch aus Mariapfarr, der Salzburger, der heuer schon so großartige Rennen gefahren ist und der im Training zweimal auf Bestzeit aufgestellt hat. Erwin Resch ist im Rennen. So, 1.14.00 für die Schweizer. Sehr schön gefahren, diese Kurve ist auch viel enger wie Katomen. 800stel nur zurück, 800stel, das kann man aufholen. Das kann man ohne weiteres aufholen, da in Katomen den Zielhang Einfahrt nicht gut erwischt hat. Aber so hat man auch gesehen, dass Katomen nicht umsonst gestern das Rennen gewonnen hat. Stecken verloren, das ist ein Pech. Das passiert ihm schon zum zweiten Mal, das verstehe ich nicht, was da passiert. Jetzt muss er die Hand also hineinhalten und versuchen, ja, die Balance zu halten. Das ist schwierig bei diesem Kurve, hat ihm abgetragen. Sehen Sie, was das... Und noch einmal. Er verliert viel Zeit. Er kann nicht, keine Bestzeit fahren. Ja. Das ist ein Fehler. Ja, in dieser Kurve mit einem Stopp. Das kann man nicht erklären. Das ist so ein Unglück. Das ist... Mein Gott, was für eine Leistung, des Erwin Resch noch durchzukommen. Und beinahe hätte er sogar den Katomen noch abgefangen. Großartige Leistung mit einem Stopp. 1.55.73, 1.500stel nur zurück. Er könnte natürlich die beiden vor ihm liegenden noch überholen, er schafft es nicht. 1.56.05. Und an dieser Fahrt von Müller sieht man, wie großartig Erwin Resch mit einem Stopp gefahren ist. Ja, Erwin ist ein guter Techniker und hat schon in Kitzbühel also diese Sache aufgeführt mit einem Stopp. Müller ist enttäuscht sichtlich. Denn der nächste ist einer der großen Favoriten aus der Schweiz, das ist Franz Heinzer. Franz Heinzer. Im Training gestern der Schnellste, aber er war schon sehr oft in diesem Winter im Training der Schnellste und im Rennen dann doch noch nicht ganz vorne. Jetzt kann er aber noch ohne weiteres 13 aufholen. Das kann man noch aufholen, ja. Einser, ja. Kämpft natürlich, schauen Sie diesen Einsatz, was dieser junge Läufer hat. Wittert natürlich wiederum seine Chance. Er bleibt auch relativ weit oben. Ist richtig. Nimmt er nicht, einen Schwung mit. So, gibt es eine neue Bestzeit? 1.55.58 ja. Gilt es zu schlagen? Nein, 1.55.98, nur dritter Platz. Mal Daumen halten für den Österreicher Franz Gammer. Gestern so schwer gestürzt, aber er ist mit dabei und er fährt bereits jetzt hier oben weg in unsere Einspielung und ist in diesem Augenblick also auch wie Sie zu Hause ins Rennen gegangen. Jetzt also müsste der Franz schaffen. Er ist also ein sehr, sehr harter Bursche, ist gespritzt war mit Injektionen, hochgepumpt. Auch ist das sehr schnell, also ist, glaube ich, vielleicht sogar die beste Zeit hier. Hoffen wir, dass er es gut macht, also die Kurven dort kommen erst die Schmerzen zu tragen, die also in den Rücken, den Nacken hat, super gefahren hier. Ich glaube, das wird eine neue Zwischenbestzeit. Knapp, okay, 1.700 zurück. Ja, aber nur 1.700, das könnte er schaffen, der Franz im unteren Teil. Das ist
sich mit Schmerzen am Zurand, ist es einfach schwierig. Und jetzt ein Aufschrei hier im Zielstadion, alles blickt hinauf. Jede Humke. Tom Franz ins Ziel, 1,55,58 gilt es zu schlagen, hat, nein, 1,56,16. 1,56,16, fünfter Platz für Franz Gammann. Aber Sie sehen die Schmerzen, die er so hat, das ist trotzdem eine hervorragende Leistung. Es ist ein Wahnsinn, so hoch gespritzt mit den Aktionen zu starten. Diese Leistung ist nach wie vor eine super Leistung. Und der nächste, Harti Weirater, Doppelsieger heuer in Wengen und in Kitzbühel. Nur wenige haben das vor ihm geschafft. Weirater ist ein super Rennläufer, er steigert sich im Rennen immer maßlos gegenüber dem Training. Vielleicht so wie die anderen. Es geht vielleicht noch. Geht noch, aber es erfolgt für ihn noch kein großer Vorsprung, wenn er. Und jetzt sehen Sie, wie er schön am Drücker bleibt. Ach, könnte es ausgehen, ja. Jawohl, neue Bestzeit, 1,13,92. Der Harti ist um 800 vorne. Ja, der Harti ist ein Teufelskerl. Schön gesprungen, also sehr gut. Und jetzt kommt auch seine Strecke, diese technisch schwierige Teil. Gut hier, jetzt kommt also die Rechtskurve einfach. Schön, zieht den Ski, setzt um. Und bleib am Ski. Ja, gut. Das könnte sich ausgehen. So, 1,50, 51, 52, 53, 54, Bestzeit, jawohl, 1,55,10. Harti Weirater ist vorne, bravo Harti. Da freuen wir uns mit ihm und 50.000 Menschen hier im Skistadion und an der Strecke und Millionen an den Fernsehgeräten schreien auf, Harti Weirater ist vorne. Weirater vor Katomen und Resch und er hat 48 Hundertstelsekunden Vorsprung. Aber noch ist dieser Abfahrtslauf nicht entschieden.